Ja, hi meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Chrono Trigger. Wir sind hier beim Reptitennest. Boah. Ich habe mal offscreen letzten Part einmal kurz mir so ein paar Waffen besorgt. Hier die Flintklinge und die Weisheit. Man kann ja diese Items, die man von den Gegnern bekommt, eintauschen. Und oh Gott. Ja, alles klar. Und das habe ich gemacht. Ich glaube, Level bin ich sogar noch nicht mal aufgestiegen. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. So, gucken wir mal, was wir hier so Interessantes haben. Das sind unsere Gegner. Hallo. Ei, vier. Das ist jetzt natürlich alles andere als gut. Nehmen wir mal den hier. Und sie machen jetzt mal ein Eis. Hoffentlich haut das so alles hin, wie ich mir das vorstelle. Und boom. Und um. Geht doch. Kinderspiel. Ja, Patsch, komm, egal. 31, egal. Ja, du auch, ist egal. Pussy. So, der macht mal ein Gewitterchen auf den und den um. Ach so, na, zwei Bohr, zwei Angriffe, eh kaputt, gut. Fertig. Sehr schön. Ja, ist doch schön, wenn die Kämpfe so leicht gehen. Feder erhalten. Das sind die ich glaube ich noch nie hatte. Was ist das da oben? Was ist das denn hier? Kann ich da rein? Ah. Ach so. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Haben wir zwei Gegner. Nehmen wir aber mal mit, ne? Würde ich mal sagen. Komm, und wir sind so schnell, wir hauen bestimmt einen sofort um. Quatsch. Außer ich ziehe nur 65 ab, aber sie müsste das jetzt hinkriegen, dass der sofort kaputt geht, oder? Ah, er greift natürlich zuerst an, das war klar. Crit. Ja, sehr gut. Komm, da sammeln wir erstmal hier. Angriff. Quatsch. Komm. Bevor der angreift, das wäre ganz gut. Müsste. Quatsch. Ja, doch, das sieht gut aus. Ja, perfekt. 162. Feder halt. Michi wird aufgestuft. Gut. Ja, hier kommen wir runter. Alles klar, das ist also irgendwie so was. Genau. Oh Gott, was bist du denn? Ja, gut. Sagen wir mal Hallo. Mal schauen, was du kannst. Hallo. Machen wir einen Angriff. Patsch. Mal schauen, ob der einen Konter macht. Ne, kein Konter. Gut, aber zieht auch nur 30 ab. Angriff mit Eis. Ach nee, das hat er gemacht. Ah, ich werde schon wieder verwirrt. Ah, nicht ganz schwach, muss man sagen. Patsching! 200, oh, schon mal was. Komm, hauen, umhauen, um. Megasaurus. Jetzt sehe ich das gerade mal nicht schlecht. Eher Dickosaurus. Boom. Oh, reicht nicht, Mann. Ich will nicht so viel MP verbraten, das ist die Sache. Komm, jetzt hauen wir um, ey. Ey, das gibt's doch nicht. Immer mal halt ein Eis, wenn wir nicht andersrum herumkommen. Müssen wir sowieso gleich schon wieder heilen. Ich habe eh das Gefühl, ich bin nonstop unterlevelt, weil ich mich mit jedem. Was? Der lebt immer noch. Ernsthaft? Boah. Wahnsinn. Krass. Alter, schau dir mal an, wie viel der aushält. Ui, jetzt wird's aber auch eng. Komm, ey, geh mal kaputt. Das gibt's doch nicht. Warum geht denn der nicht kaputt? Scheiße, ich wollte heilen. Ah, Kacke. Oh, gut, wenigstens ist er kaputt. Wie gibt der denn? Ja, toll. Der gibt ja nichts. Das ist ja wirklich nichts, ist das, was der gibt. So, Tonic Medium. So. Mehr braucht man nicht. Fertig, geheilt. Einer. Wie die da reinspringen und sich drehen, das sieht doch natürlich überhaupt nicht skurril aus, so was haben wir hier unten. Ah, da haben wir diese kleinen Krabbelviecher. Felsenhelm. Ja, ich hab's mir schon gedacht, die kommen alle an. Angriff. Witter. Eis. So, das sieht schon mal gut aus. Das müsste direkt erstmal zwei umhauen. Ja, einer ist auf jeden Fall weg.
Titel. Ping! Und, ja, perfekt, Kinderspiel. A little bit of a Kinderspiel, sehr gut. Ah, komm, du kannst nix, Pussy. Hä? Ist er tot? Ach, der, ach, eingeschlafen ist er. Ah, oh, Crit. Gut, nur Rück kaputt. Bong. Ich weiß gar nicht, wenn die schlafen, ob dann die Abwehr auch so runtergeht. Bin mir gar nicht so sicher. Oh, schon kaputt, sehr gut. Yay, Rapid. Rotblatt, Lili wird aufgestuft, sehr gut. Ach, ich könnte mal meinen Felsenhelm ausrüsten. Frage, bringt der was? Oh ja, der bringt was, ist gut, danke. Weiter geht's. Komm, dann reifen wir dich noch an. Du bist alleine. Du kannst nix. Okay, er ist nicht alleine. Gewitter und Eis. So, und du machst da den Kleinen kaputt und wir machen hier mit Magie mal den Fetten. Toll, ich hätte vorher gewusst, dass der Fetter wieder kommt, ey. Verteidigung unter Schock, was stand da gerade? Habe ich nie gelesen. Geschockt. Was ist denn, wenn ich den jetzt normal angreife? Ah. Ziehe ich mehr ab. Das ist ja interessant. Das ist ja echt interessant. Also mit Gewitter mache ich mehr Schaden. Das ist ja gut zu wissen. Oh, und Crit. Boah. Ist ja nicht schlecht. Cool. Ist ja mal interessant. Na, ist hier wieder so ein Megasaurus gleich. Ich muss hier sowieso alle besiegen, ne? Ne, ist eine Höhle. Ha. Brauche ich gar nicht Edge. Uiuiui. Ja, ich habe noch nicht mal was gemacht. Das ist unglaublich, ey. Bist du und erstmal greifen wir den da zuerst an. Was war das denn jetzt? 190. Von der Seite, wie der aussieht. Wieso kennt ihr diese Schamanen? Diese Affe hier umher tanzen. Da sieht die genauso aus, ohne Witz. Kaputt, sehr schön, Kinderspiel. Yay. Also hiernach kann man echt nochmal gucken wegen Rüstung und das ist echt gut. Objekt. Hauen wir dir mal 2 Tonnex rein. So. Schön mit der Magie noch raushaaren. Und dann haben wir 2. Aber die geben Erfahrung, also nehmen wir die auch mit. Angriff. Nehmen wir den auch mit. Das ist so geil. Oh nein, also echt. Ja, sehr gut. Shit Ache. Man könnte auch sagen. Ja, werden die auch so ein Shit Ache oder. Shit Ache oder Shit Cake oder so, weiß ich nicht. Und verkriegt der Fliegeraffe vor mir jetzt erstmal ordentlich auf den Sack. Er wirft doch. Frau auf Frau. Kinderspiel. Rotblatt. Sehr gut. So. Frage ist, wo gehen wir jetzt lang? Scheiße, wollte ich gar nicht. Ja, super. Alles klar. Ah. Leute. Boom. Verteidigung unter Schock vermindert. Ja? Ich glaube, den kann ich schon so angreifen. Ich glaube, die Verteidigung ist schon unten, oder? Bin gar nicht so sicher, oder? Gucken wir mal. Ja. Geschockt. Vom Schock. Oh, er hat sich schon vom Schock erholt. Alles klar. Hauen wir mal direkt ein Gewitter rein, bevor der am. Ja, bevor er angreift. Wollte ich doch. Das ist gut. Ich glaube, oben müssen wir auch lang. So, jetzt dürfte er kaputt sein. Fertig. Sieg auf ganzer Linie. Geschockt. Patsch. Ja, komm, mit Crit 500. Wahnsinn. 300. Ich glaube, hier kannst du echt gut leveln. Hätte ich das mal. Oh, ein Speicherpunkt. Ja, dann geht's oben bestimmt zum Boss. Dann gehen wir erstmal hier unten durch die Tür und schauen mal, was hier drin ist. Okay, Treppen. Ja. Aber relativ uninteressant. Haben wir auch ein Loch. Ah, komm, den Affen nehmen wir mal mit. Bist du nur das? Ja, du bist nur alleine. Ah, ich wollte heilen, scheiße.
Quatsch, aua. Komm, so ein Crit wäre mal geil. Ja, gut, von hier ist ein Crit relativ unwichtig. Ja, okay, ja, trotzdem, das ist gut. Zwei Tech-Punkte, Zahn, sehr gut. So, dann nehmen wir uns jetzt erstmal hier Tonic Medium. Wupp, ach, 200, das hätte gar nicht sein müssen. So, und die kriegt normales Tonic. Fertig. So. Gucken wir mal hier runter. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ernsthaft? Ich glaube, ja, wo bin ich hier? Ich bin wieder am Anfang, ne? Zumindest so aus. Ja. Da ist eine Truhe. Wie komme ich denn zu dieser Truhe hin? Was? Ich wollte rein. Oh, scheiße. Ja, gut. Jetzt ist egal. Laufen wir halt den ganzen Weg nochmal. Toll. Ich hätte vorher gewusst. Ey, ist doch scheiße. Das heißt, ich darf die ganzen Gegner nochmal machen. Mann, ey. Nervt mich jetzt ein bisschen. Komm, hauen um. Sehr gut, so. Sieg, yay. Ja, gut. Wenigstens ist nur mein Level. Dann wollen wir mal positiv sehen alles. Ne? Komm rein. Die Megasaurus will ich nicht machen. Na, so viel zu dem Thema. Oh. Ja, er spuckt da wieder. Ne? Komm. Gewitter geschockt, dann kriegen wir ihn. Verteidigung unter Schock vermindert. 500 wieder, Wahnsinn. Krass. 600 geschockt, yay. Komm, hau umhauen. Ja, das müsste jetzt reichen. Ja, perfekt. Ja, da können wir direkt runter. Komm, ran. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Scheißviecher hier außen vor lassen. Auf die habe ich nämlich echt keinen Bock. Da rein. Können wir die außen weglassen? Können wir tatsächlich weglassen, ja. Ja, wobei, kommen die können nichts. Die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit hier, die beiden Pussys. Dann gucken wir uns den Schmarrn da oben gleich mal an. So, Patsche. Sack. Kaputt, ne? Ja, der Shitcake. Weil da können wir die da unten auch noch eben eigentlich mitnehmen, ne? Vor allen Dingen jetzt, wenn ich einen Crit mache. Ja, guck mal, wir werden sogar aufgestuft, das ist ja schön. Wie viel brauche ich denn noch? Steht hier irgendwo? Ah, 2200. Schaut mal an hier, sie hat hier fast ein neues Level. Eigentlich könnte man gucken, dass man das Level noch eben mit nimmt. Eigentlich ganz gut, weil zusätzliche Level sind eigentlich nie verkehrt. Komm, umhauen. Patsch. So, ja, ey, Crit, immer kommen dann die Crits, wenn man sie nie braucht, ey. 200. Hat nicht gereicht, scheiße, Mann. Ärgerlich. Komm, dann schauen wir uns jetzt hier noch was. Heilen wir uns aber vorher mal hier. So. Sagen wir mal Hallo zu dir. Ich wusste, dass da so ein Mega-Viech da kommt. Gewitter auf ihn. Bedoom, bedoom. So, 192. Geschockt. Sehr gut. Crit. 200, yay. So, wieder ein Crit, ey, wo man denn die... Wahnsinn. Ah, 200, komm, jetzt hau ihn um, jetzt hauen wir ihn um. Vom Schock schon erholt, das ging aber sehr zügig. So, dann müsste aber nach dem Gewitter... Ach, nicht nach dem Gewitter, nach ihrem Karate-Klick, nach dem Gewitter jetzt aber auch Schluss sein. Ja, jetzt sogar schon, schau mal an, ey. So, das gibt das neue Level, ne? Ja, Lilly wird aufgeschoben, sehr geil.
Warte mal, was für Level sind wir eigentlich? 20. Ist doch gut, das ist doch nicht schlecht. Ja, jetzt sind die wieder da. Mein Gott, jetzt laufen wir aber außen rum hier. Das ist mir jetzt echt zu doof. So. Objekte heilen. Laufen, komplett Heilung ist gar nicht nötig, ne? So, reicht. So, hier machen wir mal einmal safe. Dann gehen wir mal hier rein und gucken, was da kommt. Das sieht nämlich aus wie ein Endboss. Ganz stark sogar. Oh ja. Mhm. Was ist das? Ob die Sachen etwas so Fortschrittliches gemacht haben? Oder schreit doch nach dem Endboss. Azala! Azala. Oh, die Affen sind da. Ihr seid nicht wie Mara. Sag mir, was ist das? Sofort. Über den Schlüssel aufklären? Nö. Machen wir nicht. Muss ich wohl ein wenig nachhelfen. Oh, ernsthaft? Los, Nispel. Das ist ein Nispel. Oh nein. Oh nein. Echt ein Boss? Ach du Scheiße. Das ist so ein... Ei. Jei. Jei. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Machen wir ein Gewitterchen und ein Eis. Schauen wir mal. Was der Herr sogar? 9. Schön. Verteidigung unter Schock. Ah, das ist gut. Also vielleicht muss er mit Gewitter also wieder schocken. 200, hm? Jawohl, Crit 340. Geil, komm. Bam, nochmal auf den Sack. Bei ihr warten wir mal ab. Weiß ja nicht, was er so kann. Wobei, lassen wir es angreifen, komm. Ja, Risiko hier. Ohne Risiko ist langweilig. Bei 73 ist ja Käse, ist ja nix. Ist ja Schmarrn, ist das. Setze tödlichen Stromstoß. Ganz, ganz böse und gefährlich, würde ich mal sagen. Da braucht jeder erstmal eine kleine Heilung und ich würde sagen, die beiden greifen an. Aber ich glaube, ich weiß schon, wie der Hase läuft hier. Crit, gut. So, und dann hier heilen, genau. Yay. Batsch. Komm, come on, sehr gut. Komm, komm, komm. Komm, sie... Scheiße, ich habe gehofft, sie kann noch heilen. Okay. Dann müssen wir da jetzt hier ein bisschen umdenken. Nein, eine Aura war dumm. Eine Aura war sehr dumm. Ganz ehrlich. Machen wir mal ein Tonic Medium. Auf sie. Boah. Boxt er mir einfach um, der Schweinehund hier. Das gibt's ja gar nicht. Eine Aura auf sie. Dann macht er mal ein Gewitter dann und versetzt ihn dann wieder in so einen Schocktrance-Ding und so. Boom, so. Unterschock vermindert. Jawohl, Crit, geil. Dann kriegt er eine Aura hier ab. Wieder ein Crit. Und wieder ein Crit, mein Gott, ey. Jetzt habe ich aber hier. Okay, ich denke mal, dass die Verringerung trägt einiges dazu bei. Bumm. So, und da kommt der Stromstoß wieder. Mhm. Sehr schön. Eieieiei. Kraft auf sie. So. Objekt. Tonic Medium auf sich selber. Oh nein. Das ist schon wieder hier. Okay. Nix. Wirklich Wildes. So. Gewitter. Danach mal eine Aura auf sich selbst. So, reicht. Müssen wir jetzt erstmal wieder voll aufgepowert sein. Technik. Machen wir einen Rollo-Kick. Gucken wir mal, was das bringt.
Machen wir nochmal einen Angriff, ne? Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht gesehen, was der abgezogen hat. Das ist doof. Ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Dass ich das so gepennt hab. Ja, alles klar. Stromstoß erholt. Fangen wir mal an mit ihm. Direkt eine Heilung. Und sie macht einmal ein Tonic Medium auf sich selbst und haut eher ein Gewitter rein. So. Boom. So. Das sieht ja gut aus. Vom Schock vermindert. Ja, ja, kennen wir ja schon. Dann machen wir mal eine Aura. Macht das schön auf sich selber. So, Crit wieder. Komm, hauen um. Gewonnen. Fertig, perfekt. Das war's. Bosskampf besiegt. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch diesen Part. Nehmen wir noch die Erfahrungspunkte. 10 Tech-Punkte. Lily lernt Hast. Gut. Das war's. Und ich würde sagen, wie dieses Gespräch weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Jetzt kriege ich die Worte nicht zusammen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Part von Chrono Trigger wieder mit dabei. Macht's gut. Haut rein. Und ciao, ciao.